Oh Mann, Freunde, das Konzert ist so geil, Mann. Alle drehen hier völlig durch und die ganzen Lichter strahlen und so etwas. Das ist so ein geiles Konzert, Mann. Will, jetzt bitte ich bitte, um seinen Gast nach vorne zu treten. Okay, das bin ich, Mann, Alter. Ich bin einfach auf der Bühne mit Ariana Grande. Warte mal, Oxy? Ja, hallo. Warte mal, du kennst mich? Okay, okay, Freunde. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was macht Oxy auf der Bühne mit Ariana Grande? Das Ganze hat eine extrem, extrem krasse Geschichte. Aber bevor wir zu der Geschichte kommen, erst noch, kommen wir natürlich auch heute zum Witz des Tages. Und der heutige Witz kommt von lieben JJFIFA05 und er schreibt: Sag mal, was rollt die Straße runter und hat vier Beine? Ein Reh auf ein Skateboard. Hehehe. Freunde, jetzt mal Real Talk, ihr müsst euch echt mal langsam anfangen, kreativere Witze auszudenken. Ich bitte euch drum. Ansonsten, Freunde, falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Es würde mich mehr krass unterstützen. Ansonsten, Freunde, lasst jetzt unbedingt alle ein Like da. Es würde mich mal interessieren, wie viele Likes wir schaffen, wenn wirklich jeder einzelne ein Like da lässt. Creator-Code RealOxy2.0 in den Item-Shop eintragen und einige coole Witze kommentieren. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Schaut's unbedingt bis zum Ende, Freunde. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück auf der Bühne und ihr fragt euch sicherlich, wieso kennt sie überhaupt meinen Namen und was mache ich hier überhaupt? Die Geschichte fängt an vor genau 22 Jahren. Oh Mann, wer stört mich, Mann? Ich hatte gerade voll den schönen Traum, ey. Warte mal, Mom, bist du das? Ja, ich bin's. Du musst aufstehen, das ist schon sehr früh. Und du Mom, musst ich will nicht, lieber. Mann, ich will weiter schlafen. Lass mich in Ruhe. Nein, du bist jetzt nicht falsch. Du musst doch in die Schule. Oh, warte mal, Mom, ist heute etwa mein erster Schultag? Ja. Oh Mann, das heißt ja, dass ich heute in eine neue Klasse komme. Oh, endlich nicht mehr dieses blöde, nervige Kindergarten, Mann. Du kommst halt in die Schule. Oh Mann, ich freue mich total, Mom. Okay, aber kann ich nicht bitte noch ein bisschen länger schlafen? Weil ich meine, es ist 6 Uhr oder so. Ja, du kannst nicht länger schlafen. Wir müssen noch frühstücken, du musst dich noch anziehen, Zähne putzen, dann müssen wir da noch hinfahren und alles. Müssen wir alles noch machen. Du musst noch früh genug fertig sein. Ja, okay, Mom, ich ziehe mich dann jetzt direkt um. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keine Lust. Egal, ich stehe jetzt auf. So, perfekt. Ich gehe erstmal zum Spiegel, Mann. Mom, ich bin voll hübsch, Mann. Ich finde, ich bin voll der hübsche Junge. Schau mich mal an, Mann. Ja, genau, mein Sohn. Du bist groß und stark geworden, wie dein Vater. Ja, Mom, apropos Vater, wo ist eigentlich mein Dad? Ich meine, wir haben ihn voll lang nicht mehr gesehen. Du meinst, er ist auf einer geheimen, wichtigen Mission oder so, kann das sein? Zum Glück weiß er nicht, dass er mich holen gegangen ist. Warte mal, wie bitte, Mom? Was hast du gerade gesagt? Ja, genau, du hast recht. Er ist auf einer wichtigen Mission. Okay, Mom. Ich ziehe mich dann jetzt direkt um. Kannst du aus meinem Zimmer rausgehen? Weil ich bin schon ein großer Junge. Du darfst mich ja nicht sehen. Ja, aber bevor ich aus deinem Zimmer rausgehe, könntest du später bitte die Wäsche da hinten wegräumen? Oh Mann, die Wäsche. Aber das war ich doch gar nicht. Das war mein kleiner Bruder Frederik, Mann. Es wäre trotzdem toll, wenn du das wegräumst. Ja, okay, Mom. Ich freue mich total auf meinen ersten Schultag, Mann. Ich räume das gleich weg. Oh Mann, ich muss mich ganz schnell umziehen, Mom. Jawohl, erster Schultag. Jawohl, jawohl, jawohl. Haha, ich mach die Tür zu. Oh Mann, ich gehe heute einfach in meinen ersten Schultag. Ich freue mich total. Bruder, Bruder, Bruder. Mom, darf eigentlich mein kleiner Bruder auch mitkommen oder nicht? Ach Mensch, Oxy, dein kleiner Bruder ist doch noch im Kindergarten. Oh, ja, okay, stimmt, Mom, habe ich ganz vergessen. Ja, okay, dann lass mich jetzt runtergehen, Zähne putzen und ab zur Schule, Mann. Ich freue mich total, Mann, einfach mein erster Schultag und ich werde so viele neue Freunde kennenlernen. Und vielleicht gibt es da sogar das ein oder andere hübsche Mädchen, Mann, das wäre total cool, Mann. Ja, das wäre wirklich richtig toll, aber mach dich jetzt erstmal fertig und frühstücken müssen wir auch noch. Ja, okay, Mom, habe ich voll und ganz verstanden. Na los, ich gehe einmal was frühstücken. Oh, Bruder, was geht? Was geht? Hallo, Bruderherz. Hallo, Bruderherz. Wohin gehst du jetzt eigentlich? Oh Mann, jetzt? Ich bin jetzt in der Schule, Mann. Ich bin jetzt ein großer Junge, Mann. Ich muss jetzt auch direkt los. Nein, leider nicht. Du bist noch Grundschüler, Kindergarten. Will. Nein, 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 ich Kindergarten. Nein. Ich bin Grundschüler. Ich will. Ach, Mann, hör zu, Mann, Aber ich will aber. Nächstes Jahr bist du auch da. Dann bist du in der ersten nein. Klasse und ich bin der zweiten. Ich will jetzt. Ich will unbedingt. Ach Mann, jetzt, Mom, sag doch mal bitte was. Guck mal, Frederik. Oxy ist jetzt schon ein großes Kind. Der kommt jetzt in die erste Klasse. Außerdem, nächstes Jahr gehst du doch auch in die Schule. Dann bist du in der ersten Klasse und er in der zweiten Klasse. Aber ich bin doch auch schon ein großes Kind. Guck dir meine Muckis an. Ich kann schon 5 Liegestütze. Oh Mann, du kannst nur 5. Ich kann 15. Haha, okay, Mom, wir können losgehen. Brüderchen, ich komme später wieder. Na los, Mom, wir können direkt los. Mach aber niemandem die Tür auf, Frederik. Ich und Oxy gehen jetzt los. Okay, dann chill ich aber mit YouTube und höre mir den Song Skybase an. Wir bauen eine Skybase bis hoch über die Wolken. Wir bauen eine Skybase. Und dann hole ich mir noch einen easy 20 Kill Round. Oh, das ist voll unfair, Mann. Er kann ja Fortnite spielen und ich muss jetzt zur Schule. Egal, Frederik, viel Spaß dir auf jeden Fall. Tschüss. Werde ich haben ohne dich.
Mann, ey, du bist so ein Blödian. Egal, Mann, komm, wir können direkt losgehen, ab zur Schule, Mann. Aber irgendwas habe ich doch vergessen, meine Schultasche, oder nicht? Ja, stimmt, du hast deine Schultasche gar nicht mitgenommen. Warte, hier. Ah, warte, danke schön, Mom. Hä? Ah, perfekt, ich habe meinen Schulranzen. Mom, ich bin bereit, ab zur Schule, Mann. Erster Schultag kann losgehen, jawohl, Mann. Okay, mein Sohn, ich habe dir auch richtig tolle Pausenbrote gemacht. So richtig cool mit Formen und Obst und Gemüse, so alles, was du brauchst. Ich habe dir sogar Mini-Würstchen eingepackt. Oh Mann, Mom, aber ich hoffe, dass die auch halal sind. Ja, auf jeden Fall. Oh, okay, das ist mein Lieblingsessen. Dann würde ich sagen, Mom, wir können direkt losgehen. Na los, na los. Oh Mann, ich freue mich total. Erster Schultag. Okay, mein Sohn, wir sind jetzt da. Oh Mann, Mom, ich will aber irgendwie doch nicht, Mann. Ich hab voll Fieber, Mann. Ich will wieder nach Hause. Ich hab Durchfall. Nee, du kannst jetzt nicht wieder nach Hause. Guck doch mal, deine ganze Klasse steht da schon. Oh Mann, Mom, aber das sind total viele, Mann. Ich hab voll Angst vor denen allen. Oh Mann, mein Sohn, du brauchst doch keine Angst zu haben. Die tun dir nichts. Außerdem, du musst jetzt raus. Die sind doch bestimmt alle voll nett. Nimm deine Tasche, da ist auch dein Essen drin und geh dahin. Das wird schon alles gut. Ja, okay, Mom, ich gehe jetzt direkt los. Tschüss, viel Spaß dir zu Hause. Oh, jetzt ab in die Schule, Mann. Ich hab voll Fieber. Darf ich übers Gebüsch? Egal, ich mach einfach. So, perfekt. Oh, der Lehrer ist da schon. Der erklärt schon den ganzen Schülern, was Sache ist. Ich stelle mich auch mal auf. Hallo, wo sind denn von den ganzen Leuten die Taschen hin? Egal. Hallo, bist du in meiner Klasse? Ja, ich bin in deiner Klasse. Warum? Oh, hi, ich bin neu in der Schule. Ist das unser Lehrer? Ja, das ist unser Lehrer. Hallo, Schüler, ja, ich bin hier euer neuer Lehrer Meier. Ich leite den Unterricht hier und ja, ich werde euch jetzt mal hier schön eure neue Schule zeigen und ja, viel Spaß. Oh Mann, das ist unser neuer Lehrer, Herr Meier. Oh, der sieht voll interessant aus. Hast du schon irgendwas anderes gesagt? Weil ich bin ein bisschen spät dran. Du hattest schon was gesagt? Nein, nicht wirklich. Okay, was ist das hier? Boah, wir haben eine eigene Kantine oder was soll das sein? Ja, ihr lieben Schüler, hier ist die Kantine. Hier könnt ihr Mittagessen und in den Pausen könnt ihr euch da vorne ein paar kleine Snacks holen. An diesem Tisch sitzt ihr. An dem Tisch sitzen die Lehrer. Ja, und hier ist der Getränkeautomat. Da könnt ihr euch ein paar Getränke holen. Und dort ist dann die Kantine. Oh, okay, sieht ja voll cool aus, Mann. Wie heißt du, Mann? Ich bin Orksi. Also, ich heiße Ariana. Ariana? Oh, cooler Name. Ich bin Orksi, wie schon gesagt. Auch cooler Name. Okay, wir müssen unserem Lehrer zuhören, weil der sagt, glaube ich, wieder etwas. Ja, ich glaube auch. Aber, mein lieben Schüler, jetzt gehen wir zu der nächsten Attraktion. Okay, okay. Haben dich deine Eltern auch in diese Schule hier geschickt, weil du so hochintelligent bist wie ich? Ja, haben sie. Oha, das war nur ein Spaß, haben die eigentlich gar nicht bei mir. Wollen wir vielleicht Freunde sein direkt am ersten Schultag? Ja, klar, gerne. Oha, du bist jetzt meine erste Freundin, okay? Okay, und du bist mein erster Freund. Wollen wir uns Freundschaftsbänder machen? Ja, klar, gerne. Okay, lass dich in den Unterricht jetzt gehen. Na los. So, meine Schüler, habt ihr euch schon eingefunden? Hat euch die Einführung gefallen? Fühlt ihr euch wohl hier? Erzählt mal. Ja, Herr Lehrer, die Einführung war total cool, Mann. Geht jetzt los mit dem Unterricht? Erster Schultag oder wie muss ich das verstehen? Ja, ja, na klar. Also, wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Wir haben Mathematikunterricht, ne? Ja. Ja, okay, Mann. Oh Mann, ich kann gar kein Mathe, Mann. Ich bin Mathe voll der Noob, ey. Warte mal, hast du gerade gesagt, dass du kein Mathe kannst? Ja, ich kann das jetzt nicht so gut. Ich werde da voll rein. Och Mann, ey. Soll ich dir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, ja, das wäre total nett. Warte, hier ist die erste Aufgabe. Wie viel sind 2 plus 2? 7, oder? Das sind 4. Nein, 4. Ja, okay. 4. Ja. Ah, okay, habe ich. Herr Lehrer, ich habe die erste Aufgabe gelöst. 2 plus 2 sind 4. Ja. Oh, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das. Ja. Ehrlich? Dankeschön, Dankeschön. Ey, sie hat dir gerade geholfen, das geht ja nicht. Oh Mann, danke schön, du bist echt total lieb, Mann. Ja, gerne, kein Problem. Ja, lieben Schüler, ich würde auf jeden Fall sagen, das war eure erste Unterrichtsstunde. Ihr habt alle sehr gut mitgemacht, freut mich. Und ja, ihr habt jetzt erstmal Pause. Oh ja, wir haben endlich Pause, Mann. Na los, los geht's, Mann. Wollen wir vielleicht in der Pause irgendwas zusammenspielen, wir beide? Ja, klar, können wir gerne machen. Oh, okay, dann lass direkt rausgehen. Na los, na los. Oh Mann, ey, die ist total lieb, Mann. Na los, Orksi, nimm den Ball an. Okay, na los, dann spiel schon zu mir. Na los, na los, na los. Oh, na los nochmal. Und ich hab ihn. Jetzt muss ich ihn unbedingt reinmachen. Los, okay, okay, okay. Rein. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich werde ihn sowas von halten. Ja, du schaffst das. Okay, okay, und? Jawohl, der war drinne. Ja, der war auf jeden Fall drinne. Ihr seid voll gut in Fußball. Jawohl, Mann, wir haben es einfach geschafft, Mann. Wir sind echt die Besten, Mann. Ja, da hast du recht. So, okay, dann, die Pause ist zu Ende. Ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen. Oh, die Pause ist zu Ende. Wir können schon nach Hause. Ach so, stimmt, der erste Tag hat ja nicht so viele Stunden. Okay, dann lass direkt nach Hause gehen. Na los, komm schon mit. Ja, okay. Aber dann sehen wir uns ja gar nicht mehr. Oh, morgen haben wir noch einen Schultag. Wollen wir uns dann morgen auch wieder treffen und zusammen spielen? Ja, können wir machen.
Oh, okay, cool. Ich frage dann auch meine Mutter. Okay, ich gehe dann jetzt. Wir sehen uns dann. Tschüss. Okay, Archie, wir sind jetzt beste Freunde. Ja, das sind wir. Tschüss, bis morgen. Oh Mann, so ein nettes Mädchen, Mann. Ich hoffe, ich werde mit der auf jeden Fall voll lange befreundet sein. Oh Mann, ich muss mich unbedingt beeilen, Mann. Ich meine, heute haben wir Kostümball und es ist der letzte Schultag fast. Oh, Ariana, da bist du ja. Boah, du siehst echt gut aus heute. Ja, du siehst auch voll gut aus. Oh Mann, freut mich total. Oh, irgendwie in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass ich etwas für sie empfinde, Mann. Aber ich weiß nicht, ob ich ihr das direkt sagen soll. Ich meine, wir sind seit 3 Jahren nur Freunde, beziehungsweise seit 4 Jahren schon fast. Oxy, ich muss mit dir reden. Oh, ja, warum denn das, Mann? Warum willst du denn jetzt direkt mit mir reden? Oh, da hinten kommt der bitte, Oxy, du bist schon wieder zu spät, wie immer. Oh, der Lehrer ruft uns. Okay, dann komm direkt, wir müssen da direkt hin, Mann. Genau, ja, genau. Ja, wir kommen direkt. Oh, Mann, du hast voll das schöne Outfit, ey. Ich finde das richtig cool, Mann. Den Kostümwettbewerb, wer gewinnt den? Wir haben ja alle online abgestimmt mit unseren Eltern. Ja, genau, Oxy. Ich los das jetzt erstmal schön mit unserer ICFR-Boss, wo wir alle abgestimmt haben. Okay, machen Sie das. Oh Mann, ich habe mir so viele Fake-Profile erstellt und habe einfach nur für Ariana abgestimmt, damit sie sich freut und das Kostümball hier gewinnt, Mann. Und die Gewinnerin ist Ariana! Oh ja, Glückwunsch mal. Glückwunsch, super, Glückwunsch. Super gemacht. Oh Mann, ey, ich freue mich voll für sie. Ha, danke schön euch allen. Ey, Ariana, komm, lass uns hinten hingehen. Ich muss dir was erzählen, Mann. Oh Mann, jetzt erzähle ich ihr, dass ich die ganzen Fake-Profile für sie gemacht habe. Dann wird sie mich bestimmt voll mögen. Oh, hör mal zu. Ich habe dir ganz viele Fake-Profile gemacht, damit du mich magst. Ich habe mich nämlich ein bisschen in dich. Oxy, sag's nicht. Oxy, sag nichts. Ich... Oh, was wolltest du sagen? Dein Handy klingelt. Geh mal lieber schnell ran, Mann. Vielleicht ist das deine Mom oder so. Ich bin kurz weg. Okay, dann bis gleich. Oh Mann, ich frage mich echt, was sie macht. Was macht ihr da hinten so sonst? Was? In ein neues Land? Aber ich will hier nicht weg. Ich habe hier all meine Freunde und so. Aber, Mama... Ab dem Tag sah ich sie nie wieder. Bis heute. Ey, wie es aussieht, hören die mich gar nicht. Hallo, reagiert doch mal bitte auf mich. Och Mann, dieser kleine... Och Mann, mein kleiner Bruder, Mann, hat der mich einfach zu diesem einen komischen Konzert hier geführt und geht der einfach weg, Mann. Ich muss meinen kleinen Bruder finden, bitte. Okay, mein kleiner Bruder muss hier doch irgendwo sein. Das Konzert beginnt doch jeden Moment. Die Lichter sind gerade schon angegangen. Hier lang, hier geht's bestimmt lang. Ich muss ihn unbedingt finden. Ich meine, entschuldigen Sie, Mister, ich muss hier ganz kurz durch. Ja, ich muss zu meinem kleinen Bruder, ich such den. Junge, was willst du? Wie, was will ich? Ich möchte nur ganz kurz hier durch, ja? Ich gehe jetzt einfach hier durch, ja? Geh weg aus meine Chaya. Das nehme ich hier schon durch, Mann. Na los. Hey, was soll das? Wie, was soll das, Mann? Ganz ehrlich, wenn sie mich hier nicht durchlassen, dann muss ich halt ein bisschen schubsen, Mann. Okay, kleiner Bruder, wo bist du, kleiner Bruder? Och, Mann, wo ist mein kleiner Bruder hin, Mann? Der könnte überall sein. Das ist so riesig, das Konzert hier. Hey, Bruder. Frederik, Bruderherz. Warte mal. Entschuldigen Sie, meinen Sie mich? Ja, du, komm mal bitte her. Oh, alles klar, ich komm sofort. Warten Sie, sind Sie nicht der Manager von dieser einen Dame, die hier gerade auftreten möchte? Ja, bin ich. Ja, genau, wir brauchen noch eine Person für die Show. Und zwar, vielleicht hätten sie Interesse, weil die Person davor, die wir hatten, hat abgesagt, weil sie Corona hat. Oh Mann, ich weiß nicht, Freunde, soll ich das Angebot echt annehmen? Bin mir echt nicht schlüssig, ob ich das wirklich annehmen sollte. Gucken Sie mal, das ist eine einmalige Sache. Wer das verpasst, ist echt dumm. Sie können mit Ariana auf der Bühne tanzen vor mehreren Zuschauern. Oh, alles klar, ich polke ihn direkt. Oh Mann, Freunde, ich habe einfach die Chance, mit so einem Superstar oder so etwas zu singen oder zu tanzen, Mann. Da sage ich natürlich nicht nein, Mann. Aber ich frage mich, was sie gerade macht, Mann. Okay, Freunde, ich muss jetzt echt zu meinem Auftritt, weil der letzte ist ja voll ins Wasser gegangen und ich muss echt einen perfekten Auftritt auflegen. Ich habe gegessen, ich habe was getrunken, ich habe mich fertig gemacht. Dann kann dieser Auftritt jetzt echt einfach nur noch besser werden. Also, was sagt der Affe zum Känguru? Das hier ist wohl ein Affenzirkus. Haha, Mann. Oh, Mann, ist das... ja. Boah, wie sieht der denn aus, Mann? Die ist total hübsch. Entschuldigen Sie mal. Ich wollte nichts machen. Ich gehe direkt weg, ja? Alter, die Dankeschön. Ist voll hübsch, Mann. Ja, klar. Hallo, ich bin sehr froh, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt meinen ersten Song, 7 Rings, für euch performen. Ich wünsche euch viel Spaß. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. Oh Mann, Freunde, das Konzert ist so geil, Mann. Alle drehen hier völlig durch und die ganzen Lichter strahlen und so etwas. Das ist so ein geiles Konzert, Mann. Oh Mann, jetzt bin ich dran, Mann. So, jetzt bitte ich bitte, unseren Gast nach vorne zu treten. Okay, das bin ich, Mann. Alter, ich bin einfach auf der Bühne mit Ariana Grande. Warte mal, Oxy? Ja, hallo. Warte mal, du kennst mich? Warte mal, du bist doch Oxy. Ich kenn dich doch. Ich bin's, Ariana.
Warte mal. Aus der Grundschule meinst du damals? Du hast damals das Land gewechselt und ich habe dich gar nicht mehr gefunden. Du warst auf einmal weg, Mann. Ich wusste, was ist bitte aus dir geworden, Mann? Mann, Oxy, komm, wir gehen in den VIP-Raum. Ich erkläre dir dort alles.